Hallo, hier spricht Alexander Gottwald. Ich möchte heute kurz aus numerologischer Sicht über 2012 sprechen. Und ich habe mir das Ganze also einfach mal unter dem Aspekt angeschaut, welche Karten der großen Arkana aus dem Rider-Waite-Tarot einfach das Jahr repräsentieren. Ja, warum sehen wir jetzt hier als erstes den Hierophant? Ganz einfach, wenn wir 2 und 0 und 1 und 2 zusammenzählen, dann kommen wir auf die 5. Und die 5 ist nun mal im Tarot der Hierophant. Ich möchte an der Stelle dann einfach untersuchen, was für eine Qualität dieser Hierophant haben wird. Und dafür werden wir uns dann im Einzelnen die Karten anschauen, die die einzelnen Zahlen repräsentieren. Also zunächst mal ein Blick auf den Hierophant. Die 5 ist ja eine sehr interessante Zahl. Die 5 repräsentiert eigentlich ja erstmal den vollständigen Menschen. Die Frage ist natürlich, warum steht da im Tarot nun eine Figur, die also mit Insignien kirchlicher Macht ausgestattet, offensichtlich über eine Gruppe von Priestern gebietet. Ich denke, das ist einfach ein Symbol dafür, dass letzten Endes der Geist über das Materielle herrscht und dass der Mensch sich daran erinnert, dass er sich aber sehr leicht natürlich in Äußerlichkeiten verliert und vergisst, was der eigentliche Ursprung ist. Und nach meinem Empfinden ist das Jahr 2012 dazu angetan, sich genau dieses Ursprungs wieder zu entsinnen und einen Hierophanten hervorzubringen, der nicht mehr eine individuelle Person ist, die über andere herrscht, sondern einen Hierophanten hervorzubringen, der in jedem von uns erwachen kann und wo es in erster Linie darum geht, sich selbst zu beherrschen und über die eigenen alten Muster hinauszuwachsen und also die Verbindung mit dem Göttlichen wieder bewusster zu leben und dadurch eben eine neue Form von Verwirklichung des Menschseins auf der Erde hervorzubringen. Schauen wir uns einfach mal an der Stelle die zweite Karte an. So, also die Ziffer 2 von 2012, die also ja das ganze Jahrtausend betrifft, ist also die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin ist natürlich an sich eine sehr, sehr hohe Form von Verwirklichung, von Weiblichkeit, die aber erst dabei ist zu erwachen. Also dieses zweite Jahrtausend hat ja gerade erst vor eben 12 Jahren begonnen und hat ja das Jahrtausend mit der Eins vorne dran, also das Jahrtausend des Magiers, abgelöst. Und dieses Jahrtausend war ja ein Jahrtausend der massiven Unterdrückung des Weiblichen. Und aus diesem Prozess gilt es natürlich jetzt aufzuwachen und sich einzulassen auf das, was die nächsten Karten jetzt anzeigen werden. Die nächste Karte ist ja erstmal der Narr, der ja dieses gesamte erste Jahrhundert, also dieses 21. Jahrhundert, eben an dieser zweiten Stelle mitprägt. Das heißt also,
um aus dieser Erstarrung des Weiblichen herauszuführen, braucht es den Narren, braucht es das Chaotische, braucht es dieses Urpotenzial, was die Null repräsentiert, das Ungeborene, das noch Ungeformte. Und das führt dann an der dritten Stelle zum Magier. Und der Magier wiederum steht ja für das Bewusste aus dem Einheitsbewusstsein, was ja durch die liegende Acht über seinem Kopf repräsentiert wird, aus diesem Einheitsbewusstsein heraus bewusst schöpferisch agieren. Das ist das Thema. Und konzentriert und in Einklang und auch in Beherrschung der Elemente, die er vor ihm da in Form der Symbole auf dem Tisch liegen, also der Kelch und die Münze und das Schwert und der Stab. Das symbolisiert ja, dass er mit diesen Dingen vertraut ist und einfach in der Lage ist, sie anzuwenden, so wie es für den Schöpfungsprozess nötig ist. Und genau dieser Magier ist das, was jetzt dieses Neue hervorbringen kann, was sich dann in der letzten Zahl zeigt. Ja, sieht erstmal gar nicht aus wie was Neues. Es ist nämlich wieder die Hohepriesterin. Es ist ja wieder die 2. Aber in meinem Empfinden wird sie in einer neuen Form wiedergeboren. Sie wird sich zeigen in einer neuen Form, in einer Weise, dass es weniger ans Männliche gebunden ist, dass es weniger eine Maske ist, sondern dass es eine echte, authentische Form von weiblicher Verwirklichung sein wird. Und genau das ist es, was die Menschheit braucht, was die Erde braucht. Es braucht Verwirklichung des Weiblichen. Und das wiederum zeigt sich natürlich auch in einer bestimmten Form dann in dem Hierophant, der also die Quersumme dieser ganzen Karten ja bildet. Das heißt, wir haben es also hier mit einer neu integrierten Weiblichkeit zu tun, die dann die Verwirklichung des neuen Menschen ausmacht. Und genau das ist die Qualität, die wir also in 2012 meiner Meinung nach zu erwarten haben und auf die wir uns auch freuen können und an der wir natürlich auch aufgerufen sind, mitzuwirken. In diesem Sinne wünsche ich dir also ein bewusst schöpferisches Jahr 2012 und freue mich gemeinsam mit dir auf das, was kommen wird und wünsche dir und deiner Familie ein gesegnetes Jahr 2012. Alles ist Liebe.